Rentner und Arbeitnehmer können sich Energiepreispauschale über Steuererklärung sichern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Für alle Beschäftigten der Steuerklassen 1 bis 5 sollte es ja im letzten Jahr 2022 die Energiepreispauschale bis 300 Euro durch den Arbeitgeber bekommen. Aber oft war es auch so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Rentner, die in einem lohnsteuerpflichtigen Arbeitsverhältnis standen oder aber in einem Minijob-Arbeitsverhältnis standen, die Energiepreispauschale eben nicht von dem Arbeitgeber ausgezahlt bekommen haben. Und genau diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Rentner können im Jahr 2023 jetzt eine Steuererklärung abgeben und sich über die Steuererklärung die Energiepreispauschale nachträglich noch sichern. Es geht um die Energiepreispauschale für Beschäftigte nach dem Paragraphen 112 Einkommensteuergesetz fortfolgende. Nicht um die Energiepreispauschale der Rentner, denn die Energiepreispauschale der Rentner wurde ja zum großen Teil zum 7.12.22 durch die Rentenversicherung oder den Postrentenservice schon ausgezahlt. Der Lohnsteuerhilfeverein rät daher, dass wer die Energiepreispauschale haben möchte, eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben sollte. Dort wird man diese Pauschale automatisch erhalten. Dazu sind keine zusätzlichen Angaben notwendig. Das betrifft aber die lohnsteuerpflichtigen Einkünfte in der Steuerklasse 1 bis 5. Bei den Minijobbern muss man im Mantelbogen zur Steuererklärung in den Zeilen 13 und 14 der Anlage Sonstiges etwas ausfüllen, also da Angaben machen. Aber eines dürfte auch klar sein, wir reden immer über 300 Euro. In Wirklichkeit sind es aber nicht 300 Euro, denn die 300 Euro Energiepreispauschale werden versteuert. Das heißt also, sie gehören zum steuerpflichtigen Einkommen und wer mit seinem steuerpflichtigen Einkommen über dem entsprechenden Grundfreibetrag im Jahr 2022 drüber hinausrutscht, muss auch dann die Energiepreispauschale versteuern. Und deshalb werden bei steuerpflichtigen Einkünften die Energiepreispauschale nicht 300 Euro brutto gleich netto ausgezahlt oder gegengerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.